Alex! Spute dich, Alex, na mach schon. Oh, was war das denn? Jetzt fall doch nicht hin, Alex! Eine Blamage! Wenn du es mit der Profikarriere ernst meinst, muss Fußball dein Leben sein. 4 Jahre auf der Akademie und heute geht es um alles. Jedes Team in der Liga reißt sich um deine Unterschrift nach der Leistung, die du gezeigt hast. Boah! Lass dir das alles nicht zu Kopf steigen. Oh, einen Moment, Dad. Warte. Mach's gut. Und 2 für 1 funktioniert nicht. Sicherlich mache ich den Anfang. Klar, Mann. Wenn wir verlieren wollen. Harry, ein neues Team. Wie fühlt sich das an? It's a special day for me. Noch ein Stürmer. Aber wir finden, es ist an der Zeit, dich auszuleihen. Sieh an, Williams. Dich habe ich nicht gesehen seit meinem Abschied aus der Premier League. Hi, Dino. Draußen hat sich dieser Möchtegern-Kicker auf dem Flur rumgetrieben. Alex Hunter, willkommen. Manchmal muss man eben lernen, alles loszulassen. Na bitte, Superstar Gareth Walker. Ihr zwei habt euch also in der Championship angefreundet, hä? Mit 17 schon was erreicht, was die meisten Spieler niemals schaffen. Cup-Finale ist nächste Woche da. Ich bin bereit. Komm schon. Pass auf. Das nächste Mal sehen wir uns auf dem Platz. Dad, was machst du denn hier? Wollte nur mal nach dir sehen. Siehst gut aus. Stark. Mama hat meine neue Nummer. Ja, Leute, da sind wir ja stehen geblieben, ne? Und ja, hier geht's weiter. Brasilien. Ja, genau, das waren ja die Favelas mit den Satellitenschüsseln. Rio. Pass auf! So wollte ich meinen letzten Urlaubstag nicht verbringen. Mann, wenn du nach Rio gehst, musst du dir auch mal die Realität ansehen. Das ist das wahre Leben. Auf solchen Straßen hat Pelé spielen gelernt. Ronaldinho, Roberto Carlos, Neymar. Und bitteschön. Das ist überall dasselbe. Andere Straße, dieselbe Traum. Pass auf. Hey, langsam. Wir wissen ja, dass du ein Hitzkopf bist, aber das sind Kids, ja? Roberto Carlos, Legende. Vielleicht spiele ich mal eines Tages für Real. Oh, ja, klar, aber Freistöße wie er hast du nicht im Repertoire. Alex Hunter, Alex Hunter, vem jogar com a gente. Premier League, Premier League. Was sagt er? Auf dieser Welt kennt dich echt jeder, aber mich, Danny Williams. Ich bin ein mega Championship Superstar. Renan, fala pra ele jogar com a gente. Okay. Hey. Was war das denn? Die wollen, dass ihr spielt. Nathan Machin. Er ist in meinem Team. Ja, dann erteilt euch The Williams jetzt mal eine kleine Lektion. Vamos a fácil. Okay, also FIFA Street-mäßig ist das jetzt, gell? Und wie lange ich das Spiel nicht mehr gespielt habe, dann hab ich gerade wieder voll. Achso, wir dürfen nicht zurückstehen. Wir dürfen nicht zurück zu deinem eigenen Hilfe. Scheiße. Thank you.
Was war das denn? Der Kleine hat uns ausgetrickst. Ach du Scheiße. Was müssen wir denn machen? Erziele mehr Tore als Gegner und das Minispiel zu gewinnen. Tippe, halte den Gegner auf Distanz. Lach was? Ja, machen wir doch. Was ist denn gerade? Ja, ja. Wir sind durch. Hat ein bisschen gedauert, aber hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Mann. Gutes Spiel. Danke, gutes Spiel. Schönes Sehr Spiel. Gut gespielt. Vielen Dank. Sehr gut. Sehr gut. Danke. Danke. Macht's gut. Sehr Danke. Gut gespielt. Ja, Macht's bis gut. dann. Danke. Ciao. Überragend. Oh, dieser Renan hat echt was drauf. Ja, aber würde er das auch im kalten Regen schaffen? Komm, wir müssen zurück ins Hotel. Denk an den Flug morgen früh. Oh ja, bloß nicht am ersten Vorbereitungstag zu spät kommen, hm? Ja, Freunde. Alex' Persönlichkeit verändert sich anhand deiner Entscheidung. Das kennen wir ja bereits, ne? So, jetzt greife ich aus. Bleib mal cool wie immer, ne? Kannst du dich abwarten? Du könntest Training gebrauchen. Die Saison wird so überragend. Ich würde am liebsten sofort loslegen. Du könntest noch Training gebrauchen. Es gibt was zu tun. Was heißt das? Komm schon! Don't show up to my show if you don't believe in me. Energy. The Journey. Ja, Freunde, Hunter returns. Auf jeden. Ja, Freunde, wir sind wieder zurück angekommen in Manchester.
Wir haben hier unsere sozialen Kontakte haben sich geändert. Also das Design. Hier auf einmal Philip Bernard, hab dich in einem Post erwähnt. Catherine Hunter und Michael Taylor. Nicht viele Spieler sind im Alter von Alex Hunter so gut wie er in dem Spiel ist bei der Tour. Ich bin stolz auf dich, Mr. Alex Hunter. Mit deinem Top-Reißung wird das Team bisher noch besser abschneiden. Mama ist stolz auf dich. Entschuldigung, sorry, das Lachen muss aber. Mir ist gerade eine Erinnerung wieder hochgegangen. Ich hätte doch Sido. Das Lied Mama ist stolz auf dich. Wir hatten mal früher einen richtigen Sido-Fan gehabt, aber richtigen. Er hat jedes Album von denen gekauft und die Leute, die ihn nicht so gern gemocht haben, also den Sido, haben ihn immer geärgert mit deine Mama ist stolz auf dich und so weiter. Damals waren wir noch klein, haben noch was darüber kaputt gelacht, aber hier ist gerade wieder eine geile Erinnerung wieder hochgekommen, aber Spaß beiseite, wir machen jetzt mal weiter. Rising Star Client, Mr. Alex Hunter, hat die Premier League letztes Jahr mit seiner Qualität beeindruckt. Dieses Jahr wird er das erneut schaffen. Ja, das hoffen wir mal und ich würde sagen, wir fangen mal an. Du kannst Alex Look auf den Grund nehmen. Das Leben, Kapitel 1. Okay, hört mal zu. Ihr hattet jetzt alle euren Urlaub, aber ab heute wird trainiert. Unsere Tour in den USA steht bevor. Wir kämpfen gegen Top-Vereine und um den International Club Cup. Ich erwarte von euch nicht weniger als absolute Spitzenleistung. Der Boss hat mir gesagt, dass es keine Stammplatzgarantien geben wird. Dies ist eine neue Saison und wer aufgestellt werden will, muss hier auf dem Platz jedes Mal alles geben, was er hat, und zwar ab sofort. Wenn wir dieses Jahr nicht nur in den Europacup wollen, sondern eine echte Titelchance anstreben, dann ist die Grundlage dafür eine Top-Fitness, und zwar zu Saisonbeginn. Alles klar? Hunter, komm mal her. Wie ich hörte, hast du im Sommer in Rio in der Sonne gelegen. Beeinträchtigt das jetzt deine Form? Zu viele Besucher am Buffet? Ich muss dich nicht daran erinnern, wie man spielt, oder? Okay, weißt du noch, wie Fußball geht? Kann losgehen, ich muss mich erst wieder umstellen. Kann losgehen. Kann losgehen, ne? So will ich das hören, Hunter. Kann losgehen. Es kann losgehen, Jungs, die Arbeit geht weiter. Zeigt dem Trainer, wofür ihr bezahlt werdet. Okay, fangen wir mit dem Training an. Nochmal eine neue Herausforderung, neue. Alte und neue Herausforderung natürlich. Ja, der Trainingsplatz übrigens, ob es auch echt so aussieht, weiß ich nicht. Ich habe es noch nicht gesehen. Auf jeden Fall weiß ich nur, dass sie einen sehr reichen Sheikh haben, der sehr viel für Transfers verantwortlich ist. Das muss doch auch Wilfried Boni sein, ne? Ne, wir haben wieder ein freies Training, freies Spiel. Nehmen wir mal Gas. Talk to him! Oh, komm mal.
Okay. Auf jeden Fall ein sehr schneller Spieler. Sehr schnell, wirklich. Sehr guter Rechtsverteidiger. Was für eine gute Chance gehabt gerade. Und, schade. Benjamin, merci. Cool Frisur übrigens. Und hallo, war faul. Wann gibt es beim Trainingsspiel einen Schiedsrichter? Habe ich das jetzt gemerkt? Dafür ist der Trainer verantwortlich, nicht der Schiedsrichter oder die Assistentin. Not inside, not inside. Mann. Have a shot, man, go on! Sehr schön. So will ich das sehen. Gas geben, richtig Gas geben müssen wir jetzt. Oh yeah. Alexander habe ich schon längst vergessen. Der musste normalerweise rein. Was Hunter? Auf mit. Schade. Oh nein, Elfmeter. Oh Mann. Ah, das finde ich ein bisschen unrealistisch. Beim Training, Schiedsrichter so. Das muss normalerweise der Trainer machen. Normalerweise muss das Trainer machen. So, Yaya Touré. Ah, sehr schön, abgefangen. Weg damit, weg. Sehr schön. Schade. Ja, haben wir 1-0 gewonnen. Ah, nee, Halbzeit. War Halbzeit. Oder besser gesagt, kleines Päuschlein.
Aber was ist los, Mann? Ja, die nerven gerade. Übelst. Jetzt machen wir das nächste Tor, ja. Alter, wie geht der rein? Und voll die Kontrolle aus dem Spiel verloren. Schon Alex. Ah, schade. Right, lads, thinking, don't be overdoing it. Come on, come on! Out, out! Calm down, mate. Come on, guys, you're shot! Oh, finish! Have a day! Komm, lauf jetzt, du hast freie Bahn. Sehr gutes Training heute. Das hat sich jetzt gelohnt. Klasse. Genau deswegen wollte ich diese Position. Bring it. Komm, Alex. Boah, noch ein Tor, sehr schön. Sehr schön. Wir können alle nicht mehr. Wir kommen langsam zum Ende. Und damit sind wir fertig mit dem Training. Sehr, sehr gut. Alles im grünen Bereich. Das war's für heute. Ruht euch heute Abend aus. Mal schauen, was der Trainer zusammen hat. Auf einmal fühlt sich Martinik sehr weit weg an, Mann. Dein positives Denken hat mir gefehlt, Lili. Man weiß erst, was man hat, wenn es weg ist, nispa? Also, wo gehen wir denn heute essen? Da kann ich leider nicht mitkommen. Ah ja, Philipp. Medientag für die neuen Premier League Stars, sieh? Oh, sieh mal, es ist Alexander.
Bitte, Mr. Rantor, bitte. Krieg ich ein Autogramm? Hey, lass den Quatsch, ja? Lass dich nicht verrückt machen, Alex. Beim Team geht es nicht um dich, sondern um uns. Es geht um mich. Ja, Leute. Das war es mit dem Training. Hat auf jeden Fall sehr erfolgreich geklappt. Und ja. Ich würde sagen, das war's an dieser Stelle hier. Hat ein bisschen was gedauert für den ersten Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Für mehr solche Videos. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde. Euer Khalid und bis dann. Ciao.